Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir hier unten Deep Slate gefarmt, um das Fundament der Scheune errichten zu können. Diese Folge wollen wir hier weitermachen. Und wo ist denn hier unser Kollege? Ja, ich höre ihn. Na, wo versteckst du dich? Ja, da vorne versteckst du dich mit deiner Goldrüstung. Ja, du kleiner Dieb. So, machen wir einfach hier in dem Gang weiter und farmen noch ein wenig in diese Richtung. Immer aufpassen, dass wir hier die Spitzhacke nicht kaputt machen. Die hat immerhin Efficiency 2. So, 7 Stück können wir noch machen. Und da müssen wir sie beiseite legen. Das war's. Dann schauen wir mal, haben wir denn hier noch eine weitere? Nein, wir haben die beiden hier. Beziehungsweise diese hier können wir auch noch craften. Beziehungsweise verbrauchen und dann nachher zusammen craften. Ja, ich denke, mit der machen wir dann einfach mal weiter. Es geht schon deutlich schneller, wenn man hier Efficiency 3 hat. Oh, hier drunter ist eine Höhle. Schauen wir mal, dass wir hier unbeschadet runterkommen und gucken uns das Ganze mal an. Ah, hier vorne ist nichts mehr. Sie geht in diese Richtung. Und da ist auch noch ein Kollege hier in grün. Warten wir, bis er hochkommt. Ja, vielleicht hat er die Verfolgung schon abgebrochen, weil er uns nicht mehr sehen kann. Er ist auf jeden Fall hier um die Ecke. Ah, ist er weggegangen? Da ist er. Uiuiui, der ist aber schnell in die Luft gegangen. Da konnten wir uns gar nicht so schnell entfernen. Gut, aber Eisen hat er uns fallen lassen. Sehr schön. Sehr nett von ihm. Und da ist eine Spinne, sehe ich. Jawohl, sie wartet da in der Ecke. Hallo Spinne, ich grüße dich. Chillst du da in der Ecke? Das ist aber sehr schön. Ich lasse dich einfach mal da oben. Noch machst du ja nicht viel. So, das Redstone hier können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir gut gebrauchen. Auch das Eisen, trotz der Eisenfarm. Und hier unten ist auch nochmal ein Eisen, zwei Eisen, drei Eisen sogar, vier, fünf, sehr schön, sechs sogar, perfekt. Nehmen wir gerne mit. So, dann schauen wir mal. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Das hier baue ich noch ab. Und ja, ich meine, wenn sie gleich runterfällt, dann greift sie uns eh an. Das heißt, wir können sie auch jetzt eben töten. So, dann haben wir wenigstens den Faden hier. Machen wir eine kleine Höhlentour hier draus. Schauen wir mal, was hier unten ist. Ich meine, eigentlich wollten wir nur Deep Slate farmen, aber wenn wir auf dem Weg schon eine kleine Höhle finden, die nicht gerade verseucht ist, dann können wir sie auch direkt erkunden und alle Schätze daraus mitnehmen. So, sieht doch schon mal gut aus. Okay, okay, ich rush hier einmal ein bisschen durch. Ah, okay, okay. Hier ist auch nichts mehr. Dann sind wir hier schon fertig. Ich glaube, in solchen Tiefen ist auch gar nicht mehr so viel zu finden, außer Gold. Das können wir gut gebrauchen, das nehmen wir mit. Und hier vorne ist auch noch eins. Jawohl. Gut, haben wir das. Schauen wir nochmal hier in dem anderen Abschnitt in der Höhle. Was verbirgt sich hier? Ah, auch nicht sonderlich viel. Da unten geht es weiter. Ah, einmal hier neue Fackeln nehmen. Mal gucken. Ja, wir haben noch ein paar Spitzhacken zur Not dabei. Aber da ist nämlich die Fackel wieder abgebaut. Das war so nicht geplant. Und was gibt es denn hier unten? Ist das das Biom, was wir noch meiden wollen? Es scheint so, ja. Hier unten ist die Stadt auf jeden Fall. Oh ja, ich sehe es. Sehr spannend. Eigentlich würde ich ganz gerne runtergehen und erforschen. Aber meine lieben Leute, wie in der letzten oder in den vorletzten Folgen schon gesagt, es ist noch nicht an der Zeit. Wir besitzen nicht mal die nötige Wolle, um die Kreischer, die Schalker abzudämmen, ja, dass unsere Schritte nicht gehört werden. Also es bedarf noch einiges an Vorbereitung. Gehen wir zurück oben in den Minengang, den wir hier angelegt haben, wollen wir hier den Boden einmal versiegeln und weiter geradeaus den Stollen treiben. Also meine Lieben, ist es doch recht mühsam, mit einer normalen Eisenspitzhacke hier das Deep Slate zu farmen. Mit Efficiency 3 ging es relativ fix. So, gleich bricht auch wieder die Nacht herein. Wir haben einige Stacks gesammelt. Ich denke mal, wir fangen schon mal an, das Fundament der Scheune zu legen. Beziehungsweise machen wir weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und nehmen hier mal das Bett mit. Können wir, nein, nicht dahin platzieren. Können wir hier was mitnehmen? Die nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Die können wir auch wieder mit nach oben nehmen. Ach, das lasse ich mal hier unten. Einfach als Reserve. Gut, auf geht's. Wollen wir das Bett platzieren und hier einmal die Sachen, die wir gefarmt haben, ablegen. Sprich das Gold, das Redstone, die Fackel können wir dabei legen. Auch das Eisen natürlich hier, das wollen wir nicht vergessen. Dann den Faden und die Cobblestone-Treppen können auch schon mal weg. Ja, Deep Slate Stairs, die können wir eigentlich auch wieder da reinlegen, die brauchen wir gerade nicht. Ja, interessant ist natürlich hier das Deep Slate, welches wir jetzt einschmelzen können. Machen wir jetzt einmal hier 1, 2, 3 und 4 Stacks. Nehmen uns hier die Kohle, welche wir noch übrig haben. So, einmal überall 8 Kohle rein. Perfekt. Ja, so viel haben wir gar nicht mehr. Das wird auch schon wieder knapp hier. Ja, knapp noch ein Stack, 14. Ah, müssen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. So, restliches Deep Slate legen wir hier rein. Das ist noch Smooth Basalt, okay. Hier ist noch Stein.
Da müssen wir auf jeden Fall auch noch einiges von einschmelzen. Na, schauen wir mal, mit welcher Brennquelle wir das machen. Gut, es wird Nacht. Ich lege mich schlafen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir zwei verbrauchte Spitzhacken. Einmal Efficiency 3 und einmal Efficiency 2. Wenn wir jetzt noch eine Efficiency 2 kaufen, ja, schauen wir mal in unseren Geldbeutel. Der sieht sehr mau aus. Dann sollten wir eigentlich eine Efficiency 4 Spitzhacke craften können. So, ach, wohin gehe ich? Ich wollte auch eben mal schauen, ob wir hier noch ein paar Ressourcen von den Feldern abzwacken können. Was hat denn unsere liebe Gemeinschaft hier vonstatten gebracht in unserer Abwesenheit? Kartoffeln, ich weiß nicht, wer es verkauft, aber ich nehme es einfach mal mit. Und ich glaube, hier hinten ist auch noch gar nichts drin. Die haben ja noch gar nichts angepflanzt. Ich höre einige Villager, sie haben sich anscheinend vermehrt. So, dann schauen wir doch mal, wer denn hier uns Kartoffeln abkaufen kann. Der gute Herr. Ja, 26, das ist ja schon mal vorzüglich. Das nehmen wir doch gerne in Anspruch. So, jetzt kannst du auch mal dein Level hier erhöhen. Perfekt. Was hast du jetzt noch im Angebot? Ja, kann man machen. Goldene Karotten, ja. Oh, ein Rabatt. Ein Rabatt ist immer schön. Den nehmen wir gerne in Anspruch. Jetzt haben wir natürlich nur noch eine Kartoffel, die nimmst du nicht. Schade eigentlich. Das haben wir 10 Emeralds. Wo ist denn hier unser Toolsmith? Der treibt sich, glaube ich, hier oben irgendwo herum. So wie ich ihn kenne. Nein, hallo? In der Werkstatt war er nicht. Da habe ich ja eben schon reingeschaut gehabt. Ach, ein weiteres Kind. Sehr schön. Zuwachs erhalten. Da vorne, an der Schmiede, ist er. Er begutachtet hier die Baustelle. Guten Tag, der Herr. Wie viel wollten Sie nochmal? Ach, 10. Perfekt. Herrlich. Das freut mich aber. Vielen lieben Dank. Nein, Sie haben nicht das Level gerade erhöht, oder? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Nein, Sie brauchen noch etwas. Sehr schön. Gut, gehen wir zurück. Schauen wir mal, ob wir eine Efficiency 4 Spitzhacke erstellen können. So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir hier eigentlich auch noch welche drin? Nein. Einmal in den Amboss. Dann haben wir jetzt hier die Efficiency 2. Legen die kaputte Efficiency 2 drauf, haben Efficiency 3. Es kostet doch nur 3 Level. Legen das wieder rein und fügen dann eine Efficiency 3 hinzu. Erhalten Efficiency 4. Perfekt. Genauso war es gedacht. Genauso haben wir es bekommen. Hat doch super geklappt. Auch von den Emeralds her, die wir jetzt gerade traden konnten, hat alles reibungslos funktioniert. 10 Brote, was mache ich mit den 10 Broten? Ich glaube, die spende ich an die armen Villager, die hinten noch ohne Arbeit sind. Das mache ich natürlich wieder von oben. Dann riskiere ich nicht, dass einer herausgeht, beziehungsweise ich glaube, wir wollten eh noch einen befreien. Da sind relativ viele im Gehege. Schauen wir mal, obwohl, ja, ich mache es erstmal von oben. Dann passt das. So, meine Lieben. Ja, ihr habt einen Nachwuchs erhalten. Das ist sehr schön. Geht das so? Ja? Bitteschön. Guck mal, was zu essen. Herrlich. Toll, ne? Und er gibt nichts ab. Das Kind verhungert. Frechheit. Gut. Wollen wir mal schauen, wie viel ist denn jetzt schon durchgeschmolzen? Wie viel Deep Slate können wir für die Scheune verwenden? Beziehungsweise haben wir auch noch genügend Holz? Ja, ein bisschen ist noch da. Reicht das denn, um jetzt das Gerüst zu errichten? Sonst müssen wir hier so lange noch die Baumfarm betreiben. Gehen wir einfach mal rüber und schauen mal nach, wie es sich verhält. Wo ist unsere Axt? Da. Jawohl, perfekt. Gehen wir rüber, schauen wir nach. So, oh, die Erde haben wir vergessen. Hier hat uns ein Creeper überrascht. Das müssen wir auf jeden Fall noch stopfen. Überall, wo eine Fackel steht, soll auf jeden Fall hier einmal ein Pfeiler hin. So, und das mache ich nicht mit der Efficiency-Spitzhacke, sondern mit der normalen. Sonst haue ich die nachher noch weg. So, einmal das. Ja, kann ich auch, mache ich ja immer im Zeitraffer. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da kommt jetzt überall ein Pfeiler hin und das Ganze soll natürlich mit Parzellen 5x5 ausgekleidet sein. Ja, wir haben jetzt hier 5 unten schon in der Breite, das heißt, wir benötigen noch 5 in der Höhe. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 und obendrauf dann ein Balken. Das wäre dann ein solches Konstrukt. Kennen wir ja schon so ähnlich drüben vom Anfang des Hauses. So, und das Holz geht relativ schnell zu Neige. Das heißt, wir müssen gleich mal eben die Baumfarm fällen, um Nachschub an Ressourcen zu erhalten. So, schon haben wir kein Holz mehr. Da unten ist das Schaf. Ich glaube, wir haben die Schere mit. Das wollen wir natürlich auch nutzen, die Gelegenheit. Aber da ein bisschen Fallschaden kassieren wir immer. Hallo Schaf, danke für die Wolle. Wir sehen uns später wieder. So, hier vorne hatte ich ein Holz fälschlicherweise platziert. Das nehmen wir natürlich wieder mit. Das brauchen wir dann nicht. Das können wir hier vorne meinetwegen direkt wieder dran setzen. Ach, wir können auch von unten arbeiten. Sehr schön. Das freut mich. Einmal fix zur Baumfarm wollen wir neue Ressourcen besorgen und ich glaube, dann geht die Sonne hier auch schon wieder unter und die Folge nähert sich dem Ende. Gucken wir mal eben, das hier mache ich wieder am Zeitraffer, dann sehen wir uns gleich.
So, alle drei Baumfarmplantagen einmal geerntet bzw. gefällt. Jetzt können wir hier das heruntergefallene schon mal aufsammeln. Dann gehen wir mal rein ins Rathaus, schauen mal nach, wie weit die Öfen sind. Können jetzt natürlich auch von den ganzen Sticks Birkenholz auch Holzkohle erstellen. Ja, guck mal, einiges ist schon fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier auch wieder was reinlegen und ich würde sagen, hören Sie mal, Sie haben nur Ihr eigenes Bett. Sie haben sogar Ihr eigenes Haus. Nee, das ist aber unverschämt. Also das ist inakzeptabel, ist das. So, ich nehme jetzt hier eine Kohle einfach raus, um hier vorne die hier schon... Ach, wieso habe ich jetzt eine rausgenommen? Du verwirrst mich. Hier, warum stehst du überhaupt auf der Kiste? Komm, dann leg dich schlafen. Also meine Güte. So, gut, wenn du nicht möchtest, dann lege ich mich schlafen. Ja, jetzt musst du mich auch gar nicht jetzt hier nerven. Ja, du hattest eben die Wahl. Und außerdem hast du hier vorne auch dein eigenes Haus. Also ich verstehe dich nicht. So, jetzt lauf mir auch nicht nach. Hör auf damit. So, wo waren wir? Wir haben jetzt hier das Holz. Jetzt können wir hier Holzkohle herstellen. Und hier das Deep Slate schon mal rausnehmen. Wir haben auch wieder 27 Level dadurch, dass wir die verzauberten Spitzhacken zusammengecraftet haben. Ja, das trifft sich auch sehr gut. Wir haben ja hier in der Holzkiste auch noch weiteres Holz. Das heißt, wir können jetzt hier auch nochmal den hier einschmelzen. Den einen Stack. Nicht Deep Slate, sondern Cobbled Deep Slate. Hier nehmen wir ein wenig Kohle gleich raus. Hier können wir auch noch Holz reinsetzen. Nein, das wollte ich nicht dort platzieren. So, Slate. Ja, guck mal. Ja, das ist gut. Ja, hatte ich noch gar keine. Warten wir noch auf die eine Kohle. Sehr schön. Schmelzen wir das Cobbled Deep Slate ein. So, ja, für die beiden warte ich einfach nochmal ab, bis wir genügend Holzkohle haben. Dann müssen wir nicht die Steinkohle verbrauchen. So, hier haben wir noch Wolle. Dann den Apfel können wir auch wegpacken. Die beiden setze ich jetzt auch mal da rein. Die habe ich eigentlich bei der Baumfarm. Ist auch gar nicht schlimm. Nehmen wir einfach mit. Cobblestone haben wir auch. Wie viel Cobblestone haben wir grundsätzlich? Ja, für die Scheune brauchen wir auch einiges. Lasst uns allerdings erstmal hier mit dem Holz und mit dem Deep Slate vor allem weitermachen. Da muss das Fundament stehen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir es von oben platzieren. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, ich mache es von der Seite. So, ich darf es nur nicht an die Seite ransetzen. Hier ist es passiert. Schade, wir müssen jetzt wieder einschmelzen. Okay, ein Creeper hinter mir. Jetzt kriege ich hier Paranoias. So ein Erlebnis ist prägend. Man ist nie gefeit von den Feinden, die einem in den Rücken fallen, sich von hinten ranschleichen. Da muss man immer aufpassen. Ja, hier vorne auch schon wieder falsch gesetzt. So, so, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Das Fundament der Scheune sitzt. Jetzt haben wir natürlich hier wieder die Erde vergessen, um das Loch zu stopfen. Macht aber auch nichts. Machen wir hier einfach weiter und platzieren die Holzstämme. So, haben wir die platziert. Jetzt haben wir natürlich eine Sache. Das Ganze soll ja auch ein Dach haben. Und das Dach schwebt ja nicht nur am Rand. Ja, das heißt, so eine Scheune hat auch hier in der Mitte zum Beispiel Träger. Ja, beziehungsweise hier Pfeiler und Träger. Die müssen wir jetzt auch noch nicht nur hier anskizzieren mit dem Restholz, sondern auch nachher hochziehen und verbinden. Das heißt, wir benötigen noch einiges an Holz, bevor wir hier weitermachen können. Einmal hier in der Breite, in der Länge und in der Höhe. Und dann in der Mitte kommt dann eine zweite Etage drauf, ja, dass das Dach dann hier schräg runter geht. Da müssen wir dann mal schauen, wie hoch wird die zweite Etage. Wird sie auch 5 bzw. 6 Blöcke hoch? Wird sie höher oder niedriger? Wie passt das? Das müssen wir dann mal schauen, wenn wir hier wieder Holz gefarmt haben. Gehen wir zurück, legen die verbliebenen Steine einmal wieder in die Kiste. Wir wollen natürlich auch hier nicht das Ei und die Wolle missen. Das heißt, wir gehen einmal hier links herum an der Melonenfarm vorbei. Die wollen wir auch nicht verpassen. Dann machen wir noch einen kurzen Abstecher zur Eisenfarm. Schauen, wie viel sie an Ertrag gebracht hat. Und im Anschluss gucken wir auch noch beim Zuckerrohr. Bei der Baumfarm sollten wir auch nicht vergessen, die Saplings hier einzusammeln, bevor sie alle despawnen. Jetzt haben wir schon einiges hier verloren durch unsere Zeit. Da despawnt alles. Ist aber auch gar nicht weiter tragisch, denn wir haben hier auch noch genügend in der Kiste. Sollten wir nur nicht zu oft wiederholen, dann haben wir nachher gar nichts mehr übrig und müssen schauen, wo wir die Saplings herbekommen. So, perfekt. Die Saplings wollen wir gar nicht mitnehmen, die lassen wir hier wieder in der Truhe. Dann gehen wir zur Eisenfarm bzw. zur Eisengolemfarm und schauen hier mal nach dem rechten. Ja, da spawnt auch gerade einer. Perfekt, super. Die müssen wir auch noch verkleiden hier mit Zäunen. Das heißt, wir benötigen hier noch weiteres Holz. Auch für die Ketten müssen wir mal gucken, dass wir hier ausreichend Ressourcen übrig haben. 5 Eisen ist jetzt nicht gerade
so die Welt. Ja, würde sie in Abwesenheit funktionieren, ohne dass wir in diesem Radius sind, dann hätten wir deutlich mehr. So, 9 Eisen. Super. Schauen wir nochmal eben bei der Zuckerrohrfarm vorbei. Diese müsste auch nachgewachsen sein. Hier ist auch noch ein zweites Schaf. Das heißt, wir haben wirklich 2 Schafe hier in der Nähe rumlaufen. Und können sie dann, wenn die Scheune fertig ist, einfangen und vermehren. Die Zuckerrohrfarm ist ausgewachsen. Die ernte ich auch mal ganz fix. Und dann geht's weiter. So, Zuckerrohr ist gefarmt. Es geht weiter. Auf ins Lager. Auf ins Rathaus. Lasset uns die Ernte einlagern. Das nehmen wir mit für die Baumfarm. Hier können wir jetzt nochmal die Melonen einmal einsortieren. Und das Ei nicht vergessen. Und die Wolle auch nicht vergessen. Die haben wir ja auch noch mitgehabt. Hier natürlich das Eisen. Das können wir auch einschmelzen mit der Kohle, die wir hier gewonnen haben. Ah, das lasse ich mal drinnen. Cobblestone brauchen wir nämlich noch für die Scheune. Das würde ich jetzt ungern direkt einschmelzen. Das heißt, beziehungsweise das könnte ich auch direkt schon mitnehmen, bis auf einen Stack. Und Deep Slate können wir hier reinpacken. Dann haben wir zur Not noch was übrig. So, die Kohle packe ich zu der Steinkohle. Das bringen wir jetzt noch zur Baumfarm. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon einiges, was wir für die nächste Folge parat haben. So, meine Freunde, das war's für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald neue Folgen online kommen. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!